Leute, in dem heutigen Video wird dieser Dartpfeil, der hier gerade über mir herumfliegt, mit Hilfe dieser Weltkarte zufällig mein Handyspiel bestimmen. Denn ich werde diesen Dartpfeil gleich auf die Weltkarte werfen. Und das Land, auf dem der Dartpfeil landet, wird mein Spiel bestimmen. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es ein sehr, sehr witziges und interessantes Video. Ihr seht es hier gerade, ich habe tatsächlich eine Weltkarte und ihr seht es, ich habe hier auch einen Dartpfeil rumfliegen und wir werden heute diesen Dartpfeil auf diese Weltkarte hier visuell gesehen werfen. Ich habe leider keine Weltkarte und auch keinen Dartpfeil in echt. Aber es gibt tatsächlich eine Internetseite, wo man eine zufällige Position auf der Welt sich bestimmen kann. Ihr seht es jetzt gerade, ich habe jetzt gerade mal ein paar Mal hier geklickt und bin jetzt zum Beispiel in Uganda gelandet. Also irgendwie in Afrika. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt das erste Mal hier auf zufällige Position festlegen. Und das Land, was dann kommt, da müssen wir das Handyspiel draus testen. Und, ja, das ist im Meer. Ah, warte mal, sind wir in einem Land gelandet? Oh, wo sind wir? In Russland sind wir gelandet. Ihr seht es hier, Russland. Das heißt, ich muss jetzt das beliebteste Handyspiel aus Russland testen. Freunde, das beliebteste Handyspiel aus Russland, ihr werdet es nicht glauben, ist tatsächlich einfach mal Brawl Stars. Und wir gehen ja auch einfach mal direkt in eine Runde rein. Aber ihr seht es jetzt hier nochmal einmal eingeblendet. Das ist tatsächlich eine Statistik aus 2022, aus dem April, also von vor circa einem Jahr. Und da war das meistgespielte Spiel täglich tatsächlich Brawl Stars mit 2,8%, was wirklich komplett witzig ist. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal im Brawl Stars hier einen Platz holen. Platz 2, ihr seht es auch mal kurz eingeblendet hier, ist tatsächlich Homescapes, dann Words of Wonders. Aber es ist auf jeden Fall witzig, dass Brawl Stars und Homescapes mit Abstand auf jeden Fall Platz 1 sind. Das heißt, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal mit dem guten Archie ein Game gewinnen. Tatsächlich wurde Brawl Stars aber, soweit ich das noch im Kopf habe, ja, eigentlich sogar letztes Jahr auch schon im April aus Russland eigentlich gesperrt, wegen der aktuellen Situation, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen weiß ich nicht, ob das noch so aktuell ist, aber ich würde sagen schon, also ich glaube, Brawl Stars ist immer noch ein sehr beliebtes Spiel dort. Nice, let's go! Und wir haben den Sieg in Brawl Stars geholt und damit das beliebteste russische Handyspiel abgeklappert. So, wir sind wieder auf der Karte und ich werfe jetzt demonstrativ meinen Pfeil und ich werfe jetzt wieder meinen Pfeil und er landet auf, zack! Oh, und wir sind gelandet in, was? Bihar. Wo sind wir denn? Irgendwo in der Nähe von Indien auf jeden Fall. Okay, ich habe noch nie von diesem Land gehört. Googeln wir einfach mal kurz. Freunde, Bihar gehört tatsächlich doch irgendwie zu Indien. Und in Indien ist das beliebteste Spiel tatsächlich einfach mal Roblox. Und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich werde jetzt hier in dem Game mal probieren, den nächsten Rang zu erreichen. Und die nächste Stufe ist tatsächlich, dass ich diese fette Tür hier einmal aufbekomme, die Zugbrücke. Und in dem Spiel muss man hier immer stärker werden. Und das Ganze kann man schaffen, indem man hier so riesige Sachen schleppt und dadurch halt seine Stärke verstärkt, wenn man das so sagen kann. Ich mache das mal einmal ganz kurz, damit wir hier die Stufe erreichen, weil ich hierdurch sammelt meine Energie und kann dann immer mehr trainieren und wird immer breiter. Man muss sagen, so eine Aubergine ist auch echt schwer, ne? Guck mal, hier muss ich aber direkt richtig ziehen und ja, gib mir Energie, zack. Und jetzt, wenn man ein bisschen Energie gesammelt hat, dann kann man hier vorne zur Arbeit gehen, drückt einmal kurz E, dann macht man so ein paar Kniebeugen. Ne, dann seht ihr es hier, bin ich ein bisschen stärker geworden. Das Ganze muss ich jetzt so oft machen, bis ich es am Ende schaffe, wie gesagt, dieses Tor hier aufzumachen. Das kann einen Moment dauern. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen trainieren. Oh, und jetzt bin ich Baby-Fitness. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich bin auf jeden Fall jetzt ein bisschen stärker geworden. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was es so für verschiedene beliebte Handyspiele in den Ländern gibt. Also Russland, Brawl Stars, Indien, beziehungsweise Bihari ist dann Roblox. Also ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich würde sagen, diese Spiele sind natürlich auch in Deutschland sehr beliebt. Also egal, wo man auf der Welt ist, es gibt immer Spiele, die dann natürlich auch in einer gewissen Art und Weise wieder auftauchen und auch gerne gespielt werden. Also ihr merkt, wenn ihr dann jemanden aus Indien trefft oder vielleicht auch aus Russland, hört euch wahrscheinlich gut miteinander verstehen, wenn ihr die gleichen Handyspiele oder Spiele an sich spielt. Ihr seht da unten übrigens einen richtig großen, massiver Planetenfresser. Habt ihr es gerade kurz gesehen? Da auf der rechten Seite trainieren so richtig große Typen. Das ist auch ein massiver Planetenfresser. Guck mal, was der da alles mit sich herumzieht. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Das heißt, zack, 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 zack. Lauf, Junge, lauf. Ja. Und ich muss größer
größer werden. Ich bin massiv. Alter, ich bin schon massiv. Krass. Oh, ich bin ein schweres Gewicht. Also ich kann inzwischen sogar schon den Traktor ziehen, Freunde. Das ist echt krass. Ich kann einen so einen Traktor ziehen und so einen Heuballen. Und das gibt auf jeden Fall mal ordentlich Punkte. Ich denke, ich kann es noch nicht schaffen, dieses Tor da zu öffnen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen größer werden. Aber das geht tatsächlich schon ziemlich problemlos hier. Oha, ich schaffe zwei Heuballen und den Traktor. Jetzt geht es mal wieder trainieren. Und jetzt probieren wir es gleich mal, das Tor einmal zu öffnen. Oh, wir sind jetzt mal ein kleiner Chonka. Wir holen auf. Oha, wir probieren es jetzt mal hier, das Tor zu öffnen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Ja, komm schon. Ja. Freunde, ich habe das Tor geöffnet und ich komme in das nächste Level rein. Und wir gucken direkt mal, ob ich hier diesen Obelisk ziehen kann. Ja, den kann ich auch ziehen. Und damit würde ich sagen, haben wir das Spiel für Indien auch abgeschlossen. Das heißt, Freunde, wir werden wieder eine zufällige Position ermitteln. 3, 2, 1. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? In Mauretanien? Lol, irgendwo in Afrika. Okay. Ich habe jetzt keine Spiele gefunden, die explizit in diesem Land sehr gerne gespielt werden oder in Afrika an sich. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass dieses Spiel hier anscheinend in Afrika von einem afrikanischen Entwickler programmiert worden ist. Fite Sports Games for Kids. Wir laden es runter. 16 neue Disziplinen. Okay. Okay, kann ich auch irgendwas umsonst spielen? Springen. Okay. Hürdenlauf. Was muss ich machen? Springen. Springen. Oh, wir sind der Blaue. Alter Junge. Ich bin eine Maschine, ey. Let's go. Boah, sind die schlecht, die anderen. Ey, ich bin ja mit Abstand Erster geworden. Geil. 19,13 Sekunden irgendwie. Sehr nice, das Ding haben wir geholt. Dann gibt es hier noch Schwimmen oder irgendwie Kajak. Okay, was muss ich da machen? Ah, ich muss hier so durchpaddeln. Hä? Boah, das Game ist voll cool. No joke. Oh, ich hab verkackt. Hä, Bruder, ist voll schwer, ja? Ah, ach so. Ach, ich dachte, man muss die ganze Zeit gedrückt, also die ganze Zeit tippen, dass er irgendwo hin paddelt. Und man kann einfach so gedrückt halten in die Richtung, wo der hingehen soll. Das ist ja nice. Ich bin aktuell nur Zweiter, oder? Nee. Hab ich verkackt? Nein, ich bin Dritter geworden. Nochmal, ich muss Erster werden. Okay, ich darf nicht einmal falsch irgendwie abbiegen. Ah, ich bin einfach vorbei. Boah. Ja, aber ich hab's. Ich müsste Erster sein, weil die anderen beiden hatten nur 1,36. Ja, let's go. Okay, kann ich jetzt hier auch noch eine Disziplin machen? Ah, irgendwas mit Laufen. Okay, ich muss wahrscheinlich tippen, nehme ich an. Tipp, 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 tipp. Ja, lauf schneller, Junge. Alter, Maschine. Ey, das Spiel ist voll cool. Wirklich jetzt. Okay, wir können auch noch Tischtennis spielen. Das teste ich jetzt auch nochmal. So. Boah. Ja, 1-0. Du kleiner Loser. Ja. Ja. Let's go 2-0. Bis wie viel geht's denn? Ey, no joke, das ist bisher mein Lieblingsspiel von den Spielen, die ich bisher getestet habe. Na gut, ich habe Brawl Stars getestet und Roblox, die sind auch sehr cool. Aber so generell meine ich jetzt, das ist schon ein sehr nice Spiel. 3-0. Hey, bis wie viel geht's? Oh shit. Ja, okay, es geht bis 5. Nice, let's go. Ah, ich muss gegen noch einen gewinnen. Na komm, der ist ja East Clap. 1-0. Ich nehme an, ich muss gegen zwei Leute gewinnen. Nein, 1-1. 2-1. 3-1. Ja, 4-1. Ich clap dich doch, Junge. 5-1. Abgezogen, den Jungen. Und da ist der erste Platz. Komm, ein letztes Spiel auf der Landkarte zocken wir noch. Okay, let's go. Oh, warte mal. In Spanien sind wir jetzt gelandet. Lol. Oha, Spanien ist ja in Europa. Ist gar nicht mal so weit weg. Da bin ich jetzt gespannt. Dieses Spiel ist anscheinend Platz 1 in Spanien in dem App Store. Mighty Doom. Dämonen-Schnetzel-Action. Okay, zum Fortsetzen tippen. Ah, okay, ich soll jetzt kämpfen. Was soll ich machen? Der Mini-Slayer feuert automatisch. Okay. Lol. Irgendwie kommt mir das Game bekannt vor, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, zu welchem Spiel. Achte auf benommene Gegner, um Glory Kills auszuführen. Okay. Ah. Sammle Gesundheits-Pickups zum Heilen. Führe häufige Glory Kills aus, um deine deine Gesundheit zu heilen. Okay. So. Töte Dämonen, um deine Fähigkeitsleiste zu füllen. Ah, okay.
Wie, also fülle ich die automatisch? Ah, Fähigkeit auswählen. Streuschuss. Streuschuss. Ich hoffe, das ist eine gute Fähigkeit. Okay. Ey, das Spiel ist gar nicht mal so schlecht. Kann verstehen, warum die das feiern da. Okay, noch eine Fähigkeit. Angriffsratenboost. Wow. Okay, okay. Ey, das Spiel ist nice. Man muss halt so diese verschiedenen Stages machen, immer diese Leute hier so killen. Kann so sich Fähigkeiten auswählen, aber ich bin, glaube ich, fast tot, oder? Ja, ich glaube, ich bin fast tot. Boah. Boah, ich bin wirklich fast tot. Doppelschuss. Also ich bin übel low life. Seht ihr das? Oh Gott, wie soll ich denn jetzt diesen Boss da besiegen? Ich habe nicht mal genug Leben, ansatzweise irgendwie so einen Boss zu besiegen. Ah, wir haben den Boss besiegt. Nice. Und wir leben noch. Oh, oh, das war aber knapp. Wir sind fast tot. Komm, diese Stage schaffen wir auch noch. Nee, das war's mit mir. Ey, aber ich bin voll weit gekommen. Und das Spiel war auch gar nicht mal so schlecht. Ey, Freunde, falls ihr mal wollt, dass ich das Ganze mit einer richtigen Landkarte mache, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, welches Spiel ihr am coolsten fandet. Bis dann. Ciao.